Also zum Thema Ortskurve soll es um eine Schaltung gehen, die aus einer Parallelschaltung besteht, wo einmal in dem oberen Zweig ein Widerstand drin vorkommt und eine Kapazität. Die nenne ich gleich mal C1 und den Widerstand R, und der Widerstand soll veränderlich sein. Und hier unten dazu parallel geschaltet ist noch eine zweite Kapazität, die heißt natürlich C2. Schreibe ich gleich dran. Und es geht aus Sicht dieser Klemmen hier außen um die Gesamtimpedanz und Admittanz, also um die Admittanz der gegebenen Schaltung. Die Kreisfrequenz bleibt dabei konstant. Also können wir mal hinschreiben, irgendwie noch Omega ist konstant. Also das heißt, die Admittanz und die Impedanz der Kapazitäten, die ändert sich eben nicht. So, wie würde man das jetzt machen als Rechenweg? Also als Rechenweg würde ich jetzt hinschreiben, Y Gesamt ist die Admittanz in der Parallelschaltung, kriegt man raus, indem man die Einzeladmittanzen addiert. Also müssen wir die Admittanz von dem Zweig dort oben nehmen, die nenne ich mal YRC1, und müssen die plus die Admittanz YC2 rechnen. So, und die Admittanz YC2, die wäre sehr einfach, weil das ja einfach die Admittanz von einer Kapazität ist, J Omega C2, und das Omega ist konstant. Das heißt, das wäre einfach eine Zahl, eine rein imaginäre Zahl, positiv imaginäre Zahl. So, und das YRC1, das könnte man ja jetzt ausrechnen, indem man die Impedanz von diesem Zweig nimmt, ZRC1, und 1 durch diese Impedanz rechnet, und dann kommt die Admittanz raus. Ja? So, und die Impedanz wiederum, die lässt sich ja auch relativ einfach ausrechnen, RC1, weil das ist eine Reihenschaltung, und in der Reihenschaltung ergibt sich die Gesamtimpedanz als Summe der Einzelimpedanzen. Hier kann ich die jetzt auch einfach addieren. Das, was wir jetzt hier addiert haben, in der Parallelschaltung, kann ich jetzt hier oben genauso addieren im Sinne von Impedanzen in der Reihenschaltung. Also steht hier R plus ZC1 und ZC1 ist so ein bisschen wie hier oben, bloß das Reziproke davon wäre eben 1 durch J Omega C1. Und da das Omega konstant ist und das C konstant ist, und so ist das auch einfach wieder eine Zahl, ein Zeiger, die jetzt aber 1 durch J ist ja das gleiche wie minus J, die hat einen negativen Imaginärteil. So, und letztendlich steht die Rechnung jetzt da. Jetzt ist ja die Idee einer Ortskurve, diese Rechnung grafisch zu machen und das grafisch zu entwickeln. Und da es jetzt um Impedanz und Admittanz-Ortskurven geht, male ich jetzt mal eine große gaußsche Zahlenebene. Und irgendwie bin ich heute hier noch nicht so richtig kalibriert, dass ich einen geraden Strich hinbekomme. Aber ich arbeite dran. So, also ist die imaginäre Achse natürlich, die nach oben zeigt. Und wir brauchen jetzt, weil es ja um Impedanzen und Admittanzen geht und die immer nur einen positiven Realteil haben, brauchen wir nur die rechte Halbebene. Wir brauchen nur den positiven Teil der reellen Achse. So, und jetzt habe ich hier ganz viele Farben zur Verfügung und kann mal mit denen anfangen. Und letztendlich, ne, wir haben jetzt sozusagen von außen nach innen uns überlegt, was müsste man rechnen. Und jetzt machen wir das von innen nach außen, entwickeln wir jetzt diese Ortskurve. Und wir fangen mit dem hier an, mit dem ZC1. Ich mache hier mal einen blauen Kreis drum. Das ist ja einfach, wenn das Omega konstant ist, ein Zeiger, der nach unten zeigt. Für Admittanzen. So, also male ich den mal hier so nach unten hin. Jetzt irgendwie wie lang? Werte haben wir ja nicht. Das ist das ZC1. Weil 1 durch J das gleiche ist wie minus J. Zeigt das auf der imaginären Achse nach unten. So, und das ist einfach nur ein Zeiger, weil das ist ja konstant. Das ist eine konstante Zahl. So, jetzt kommt zu diesem, der haben wir ja hier. Jetzt kommt zu diesem eben das R dazu. Das male ich mal in grün. Und das R an sich,
ist ja einfach ein R, was veränderlich ist. Und das liegt einfach auf der reellen Achse. Und wenn ich jetzt ein kleines R hätte, dann hätte ich nur einen kleinen Zeiger. Und wenn ich ein größeres R hätte, hätte ich einen längeren Zeiger. Und wenn ich noch größeres R hätte, hätte ich einen noch längeren Zeiger. Ja, wir hätten ganz viele Zeiger. Und die Idee einer Ortskurve ist ja jetzt, die ganzen Zeigerspitzen miteinander zu verbinden. Also ich mache die ganzen Zeigerspitzen wieder weg, die ich schon gezeichnet habe, und sage, die Ortskurve von dem R wäre einfach eine Linie, die hier auf der reellen Achse liegt. Und zwar fängt die hier vorne an mit R gleich 0, dann wären wir an dem Punkt. Und nach hier hinten würde R gegen unendlich gehen und in die Richtung wächst das R, wird das R größer. Und der Unterschied zwischen einer Variable und normales Widerstand auf der Ortskurve würde nur, dass die normale Widerstand zu einer bestimmten Länge hat. Genau, wenn wir einen normalen Widerstand hätten, hätten wir einen Zeiger mit einer festen Länge, so wie den Zeiger hier unten, weil das Omega konstant ist. Und dadurch, dass das R variabel ist, erst dadurch wird ja aus dem Zeiger eines Widerstandes, der irgendeine fixe Länge hätte, wird jetzt eine Ortskurve. Ganz viele Zeiger und einfach die Zeigerspitzen alle miteinander verbunden. Ja, aber im Grunde könnte ich mir vorstellen, es gibt ganz viele verschiedene lange Zeiger von dem R und die Zeigerspitzen male ich aber nicht alle hin, sondern ich male nur die Ortskurve. Das ist die Idee von der Ortskurve. So, und jetzt werden die ja hier addiert. Dieses Plus hier, das rechnen wir jetzt grafisch, ja, diese Addition. Und dann kommt eben das ZRC1 bei raus. So, und grafisch heißt, wir nehmen einfach die Ortskurve. Nur das R, wenn wir nur das R betrachten, fängt das ja im Koordinatenursprung an. Und jetzt verschiebe ich das einfach um das ZC1 hier runter, so wie man Zeiger addieren würde. Ich packe einfach die Zeiger aneinander. Ja, und das heißt, die Gesamtortskurve von diesem oberen Zweig, die sieht jetzt so aus. Das ist das ZRC1. Ja, das hängt ja jetzt schon von R ab. Da ist R der Parameter. Hier hinten ist immer noch die Stelle, wo das R gegen unendlich geht. Hier vorne ist immer noch die Stelle, wo das R 0 ist, und in die Richtung ist immer noch die Richtung, in der das R wächst und größer wird. Und das wäre jetzt die Ortskurve von der Impedanz von diesem oberen Zweig hier. Und wir müssen immer, wenn wir was addieren, die Ortskurve malen von der Spitze der Konstant sozusagen. Also genau, wenn man diese grafische Addition macht, fängt man immer vom Koordinatenursprung an, ja, mit der stumpfen Seite des Zeigers, und an die Spitze des Zeigers kommt jetzt eben der nächste Zeiger dran. Würde die nächste stumpfe Seite, hier wäre ja wieder die stumpfe Seite des Zeigers, und hier, wenn ich das nochmal in Rot mache, ja, die ganzen Widerstandszeiger, die würden jetzt ja immer noch alle in diese Richtung hier zeigen. Ja, immer so, dass die Zeiger aneinander gereiht sind. Man fängt beim ersten Zeiger an, wenn ich addiere, und an die Spitze kommt der nächste Zeiger ran. An die Spitze kommt der nächste Zeiger ran. Das ist so, wie man Strecken addiert, so wie man dann eben eine grafische Addition macht. So, jetzt haben wir hier diese Impedanz ausgerechnet in Rot, oder was heißt ausgerechnet, gezeichnet. Jetzt brauchen wir von diesem Zweig die Admittanz, und die nehme ich mal in Grau. Ja, das wird jetzt diese hier, und das, was wir hier machen, das nennt sich Inversion. Und für diese Inversion benötigen wir jetzt eben den zweiten Inversionssatz. Schreibe ich mal hin. So. Ja, weil der zweite Inversionssatz sagt uns, wenn wir eine Gerade, oder in dem Fall ist es eine Halbgerade, haben, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft, dann wird daraus eine Gerade, die nicht durch den Koordinatenursprung läuft, ergibt ein Kreis, der auch nicht der Ursprung läuft. Nee, ein Kreis, der durch den Ursprung läuft. Der dritte Satz würde sagen, also der erste Satz sagt, gerade durch Ursprung ergibt gerade durch Ursprung. Der zweite Satz sagt, gerade nicht durch Ursprung ergibt Kreis durch Ursprung und umgekehrt. Und nicht gerade nicht. Und Kreis nicht durch Ursprung ergibt auch einen Kreis nicht durch Ursprung. Ja, das sind ja, und das sind so die drei Möglichkeiten, die man im Prinzip auch hat. So, also sagt uns jetzt der zweite Inversionssatz, aus einer Gerade, ja, das ist ja hier eine
gerade die nicht durch den Ursprung läuft. Wird jetzt ein Kreis, der durch den Ursprung läuft. Also Sie wissen schon mal, der Kreis muss durch den Ursprung laufen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo und wie liegt dieser Kreis oder dieser Halbkreis? Das ist ja nur eine Halbgerade, wird nur ein Halbkreis draus. Und den, ja, also der Punkt, den wir hier gezeichnet haben, das ist ja eigentlich der Punkt hier hinten. Ja, oder die Stelle hier hinten, weil wenn ich 1 durch was ganz Großes rechne, kommt was ganz Kleines bei raus. Deswegen kann ich hier schon mal dran schreiben, das ist die Stelle, wo R gegen unendlich geht. So, und jetzt kann man uns natürlich diesen anderen Punkt hier überlegen, diesen hier vorne. Ja, also ich mache mal hier hinten auch so diesen Punkt dran, um zu kennzeichnen, das ist eigentlich die Stelle, die invertiert hier hinkommt. Und aus diesem Kreuz hier, das hat ja einen, dieser Punkt hat einen Winkel von minus 90 Grad. Daraus wird invertiert 90 Grad und da wird eben auch irgendeine Länge draus. Ja, so, und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn der Kreis hier liegt und hier liegt, dann muss der Halbkreis im Prinzip hier drüben irgendwie so lang gehen, damit das funktioniert. Ich zeichne ihn erstmal so ein. So. Das wäre jetzt eben das YRC1 als Ortskurve von R. Das R wächst in diese Richtung und hier oben ist die Stelle, wo das R gleich 0 ist. Ja, so, und jetzt kann man sich das nochmal irgendwie überlegen, ob das so passt. Also, was machen wir hier bei der Inversion? Wir machen eine Betragsinversion, 1 durch was Großes, betragsmäßig wird was Kleines. Und 1 durch einen Winkel ergibt den negativen Winkel oder dreht das Vorzeichen des Winkels um. 1 durch einen negativen Winkel ergibt einen positiven Winkel. Also ich muss immer mir den Betrag anschauen, ja, und der Betrag ist immer der Abstand zum Koordinatenursprung. Also hier auf die Ortskurve immer die Länge der Strecke auf diese Ortskurve. Das ist das, was wir uns angucken und immer die Winkel hier. Ja. 1 durch den Betrag und minus den Winkel. So, jetzt mache ich das erstmal alles wieder weg. Und jetzt gucken wir. Also wir haben hier irgendwie einen Betrag, den haben wir schon invertiert, der ist, da sind wir hier gelandet. Ja. Und jetzt wird ja der Betrag hier immer länger, immer größer. Der Abstand zum Koordinatenursprung wird immer größer. 1 durch was Großes muss kleiner werden. Also hier oben muss der Betrag, der Abstand hier, der muss immer kleiner werden. Macht er auch, ja, bei dem Halbkreis. So, und hier wird der Winkel von minus 90 Grad, gehen wir sozusagen winkelmäßig gegen 0. Also müssen wir hier oben auch von plus 90 Grad auch gegen 0 gehen mit dem Winkel. Und das machen wir auch. Wir landen hier beim Winkel 0. Ja, und deshalb ist dieser Halbkreis eben genau die invertierte Ortskurve von dieser Halbgerade hier unten. Könnte man sich auch so stückweise überlegen. So, okay, jetzt haben wir das hier auch in Grau ausgerechnet oder gemalt. Und jetzt kommt als letztes, jetzt gehen wir hier so ein bisschen die Farben aus, jetzt muss ich hier mal das nehmen, jetzt brauchen wir eben noch das hier dazu oder respektive das hier. Ja. Und das ist jetzt ja auch wieder einfach ein Zeiger, der nach oben zeigt. Ja, und jetzt darf ich den nicht allzu lang zeichnen, weil sonst schaffe ich meinen Kreis hier oben nicht mehr hinzumalen. Aber das ist das YC2. Und kann ich hier unten noch rumzeichnen. So, und jetzt brauchen wir als letztes eben noch diese Addition hier, ja, um auf die Gesamtadmittanz-Ortskurve zu kommen. Naja, und was mache ich jetzt wieder? Also ich nehme diesen Zeiger und ich nehme diesen Kreis oder Halbkreis und verschiebe den Halbkreis so, dass der am Ende dieses Zeigers landet. Also ich muss jetzt den ganzen Kreis nehmen. Ich mache mir mal so ein paar Hilfspunkte, dass ich den irgendwie gut erwische. Ja, und dann muss der Halbkreis, also man Zirkel und ein Lineal hat und so, dann macht sich das natürlich alles irgendwie einfacher, als wenn man das hier so frei Hand macht. Aber ungefähr können wir uns das vorstellen, dass das jetzt immer noch genau der gleiche Halbkreis ist wie früher, bloß dass der jetzt nach oben verschoben ist. Hier ist immer noch die Stelle, wo das R gegen unendlich geht. Das R wächst immer noch in diese Richtung. Das ist jetzt das Y-Gesamt von R und hier oben ist immer noch die Stelle, wo das R gleich 0 ist.
Ja, hier das Kreuz und hier unten sozusagen dieser Punkt, den wir mal vorher hatten. Und dann ist das die Gesamtadmittanz-Ortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit von R. Und jetzt könnte man sich als letztes im Prinzip noch überlegen, wenn ich jetzt daraus, ich nehme mal nochmal schwarz zuerst mal, wenn ich daraus jetzt noch eine Gesamtimpedanz-Ortskurve machen würde, indem ich 1 durch die Gesamtadmittanz rechne und die nochmal invertiere. Ja, also hier kommt jetzt das Blaue eingesetzt und dann habe ich hier noch Violett als Farbe, um die Gesamtdings auszurechnen. Dann würde ich für diese Stelle, das ist jetzt ja auch wieder eine Inversion, hier bräuchte ich jetzt den dritten Inversionssatz, weil ich ja jetzt dort oben einen Kreis habe, der nicht durch den korrekten Ursprung läuft. Ja? Und den würde man jetzt aber, also, und dann sagt uns der dritte Inversionssatz, okay, Kreis nicht durch den korrekten Ursprung ergibt wieder einen Kreis nicht durch den korrekten Ursprung oder eben in dem Fall wieder einen Halbkreis. Jetzt würde ich wieder mit diesen beiden Punkten anfangen. Also, der Punkt hier, der hat ja einen kleinen Abstand und der Punkt hier oben hat einen großen Abstand. Wenn ich den Großen, was Großes invertiere, wird daraus was Kleines. Also dann lande ich irgendwo hier. Ja, und das muss ja auch kleiner sein als das, was ich hier vorher hatte. Also vorher haben wir gesagt, das hier invertiert ist das. Das hier oben ist jetzt noch länger, dann muss das hier unten noch kürzer sein. Aber das hier ist deutlich kürzer. Hier was Kleines ergibt was Großes. Also lande ich dann mit diesem Punkt meinetwegen hier unten. Und dann wäre jetzt die Gesamtimpedanz-Ortskurve dieser Schaltung wäre auch wieder ein Halbkreis, der würde so aussehen. Das ist, da würde R in diese Richtung wachsen. Hier unten wäre immer noch die Stelle, wo das R gegen unendlich geht. Hier oben ist immer noch die Stelle, wo das R 0 ist. Und das wäre jetzt das Z-Gesamt von R. Und das Letzte, was man jetzt noch mit solcher Ortskurve vielleicht machen kann, und das würde ich jetzt vielleicht auch tatsächlich an dieser Impedanz-Ortskurve hier diskutieren, ist, naja, das, wofür man solche Ortskurven benutzt, eben um das Verhalten von solcher Schaltung zu beschreiben, ja, in Abhängigkeit des Widerstandes. Und wir können ja mal gucken, also wenn der Widerstand jetzt ganz klein ist, ja, dann ist der Widerstand ja wie ein Kurzschluss. Wenn der Widerstand wie ein Kurzschluss ist, haben wir eigentlich nur diese beiden Kapazitäten da. Und zwei Kapazitäten oder wenn ich Impedanzen parallel schalte, wird ja die Gesamtimpedanz kleiner. Ja, das gilt auch für Kapazitäten. Also wenn ich Kapazitäten parallel schalte, wird die Kapazität ja größer, ja, weil ich ja wie bei einem Plattenkondensator jetzt mehr Plattenfläche habe, wenn ich die parallel schalte. Und eine größere Kapazität, sieht man hier, führt ja auch zu einer kleineren Impedanz. Ja, also zwei Kapazitäten parallel. Ich starte hier, ich habe eine relativ kleine Impedanz. So. Jetzt mache ich diesen Widerstand größer, dann kriegt der Widerstand natürlich irgendwie so einen gewissen Einfluss auf die Schaltung. Ja, also da gibt es jetzt auf einmal Verluste, da gibt es sozusagen einen ohmschen Anteil in der Schaltung. Und deshalb wird der Winkel erstmal, ja, und hier starte ich ja mit einem Winkel von minus 90 Grad, jetzt wird der Winkel sozusagen kleiner. Und die Impedanz wird aber betragsmäßig größer. Wenn ich mir den Abstand angucke, wird der Abstand zum korrekten Ursprung größer, aber der Winkel wird irgendwie ohmscher. Ja, weil der Widerstand jetzt einen Einfluss hat. So, und dann laufen wir hier eben diese Ortskurve lang. Und naja, irgendwann wird der Widerstand aber so groß und geht praktisch so arg gegen unendlich, dass hier oben gar kein Strom mehr lang fließt. Ja, weil wir oben dann Leerlauf haben bei unendlich großem Widerstand, so dass nur noch diese Impedanz hier unten diese Kapazität hier unten wirksam wird. Und deswegen am Ende landen wir wieder bei einem Phasenwinkel von minus 90 Grad bei wieder rein kapazitiven Verhalten. Ja, aber eben mit einer deutlich oder mit einer größeren Impedanz als vorher, weil vorher hatten wir die Parallelschaltung von den beiden Kapazitäten, jetzt haben wir ja nur noch diese Kapazität hier unten. Und das soll so lang sein wie Z, C von 2. Genau, und das hier unten ist im Prinzip, genau, die Strecke hier unten, ganz richtig, ist genau das ZC von 2. Das ist ja dieser Punkt hier invertiert. Und zu diesem Punkt hin zeigt ja dieser Zeiger. Und wenn ich den Zeiger hier invertiert einzeichne, dann ist das natürlich sehr richtig genau die Impedanz von der Kapazität C2.
Ja? Und der Punkt, mit dem wir hier starten, wenn man das mal noch irgendwie ranschreiben wollen würde, fehlt mir hier so ein bisschen der Platz. Wo schreibe ich das mal hier irgendwie mit einem langen Dings? Das ist genau ZC1 parallel zu ZC2. Ja, weil in dem Punkt hier oben der Widerstand ja einfach wie ein Kurzschluss wirkt und nun diese beiden Kapazitäten da sind. Ja, so. Und was man jetzt zum Beispiel, um diese Aufgabe so ein bisschen abzuschließen, was man sehr schön jetzt aus solcher Ortskurve herausbekommt, ist, naja, was wäre denn, ich nehme mal jetzt einen dünnen Stift, ich nehme mal wieder grau, was wäre denn der minimale Winkel zum Beispiel, den man hier hat? Ja? Also wir haben gesagt, wir starten mit einem minus 90 Grad Winkel, dann wird der Winkel irgendwie kleiner betragsmäßig und dann wird er irgendwann wieder größer und geht wieder gegen minus 90 Grad. Was ist denn die minimale Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, was ja der Phasenwinkel der Impedanz wäre? Das kann ich hier super einfach einzeichnen, mit einem Winkelmesser ablesen. Ja, oder was ist denn der maximale Realteil dieser Impedanz hier unten? Ja, wir starten mit 0 Realteil, wir enden mit 0 Realteil und hier zwischendrin haben wir mal einen maximalen Realteil. Das kann ich hier auch super einfach ablesen. Wenn ich das ausrechnen wollen würde, also klar kann ich das hier auch jetzt diese Formeln in MATLAB einhacken oder in den Taschenrechner und das im Prinzip ausrechnen, dann kann ich da auch in MATLAB ganz viele Werte einsetzen, im Prinzip natürlich so genauso wie hier grafisch gucken, das einfach mal plotten und grafisch gucken, was ist denn da der größte oder kleinste Winkel. Wenn ich das aber wirklich analytisch ausrechnen würde, ganz exakt, was ist hier der Maximalteil, was ist dieser maximale Winkel, boah, da würde ich ganz schön viele Tafeln vollschreiben. Ja, und das ist eben der Vorteil von so Ortskurven, solche Sachen grafisch zu lösen. Ich muss nicht viel rechnen können und man kann daran eben sehr schön das Verhalten von so Schaltungen ablesen. Und könnten wir vielleicht sagen, dass der Radius davon ist CZ2 minus C, also die Parallelschaltung von Z1. Genau, und jetzt könnte man sich noch überlegen, genau, der Radius hier von dem, oder der Durchmesser von dem Kreis. Genau, und der Radius ist natürlich dann das durch 2, also der Durchmesser von dem Kreis wäre eben das ZC2 minus dieses ZC1 parallel zu ZC2. Und ich mache, also das ist ja rein imaginär, ich mache jetzt mal trotzdem hier Betragsstriche ringsrum, um zu sagen, der Radius ist dann irgendwie eine reelle Zahl. Aber genau, das wäre genau der Unterschied zwischen diesen beiden Zeigerlängen. Und dann kriege ich natürlich daraus auch den Radius raus und das wäre zum Beispiel dieser Maximal. Aber diesen Winkel jetzt hier, ja, den könnte man sich bestimmt geometrisch auch mit irgendwas ausrechnen, mit irgendeinem Sinus und Cosinus und was auch immer. Aber wenn ich den erstmal rein hier aus den Formeln rausholen will und rauspulen will, dann bin ich da eine ganze Weile beschäftigt. Ja, weil so Maximalgeschichten, wann wird ein Winkel maximal oder minimal oder wann wird irgendein Realteil, Imaginärteil, was auch immer, Betrag, minimal, maximal, heißt ja letztendlich immer, ich muss den Betrag Winkel erstmal hinschreiben, eine erste Ableitung ausrechnen und gucken, wann wird die Ableitung 0. Das wäre ja so eine klassische Extremwertbetrachtung. Und da schreibt man doch schon einige Tafeln voll und das geht mit Ortskurven auf jeden Fall viel, viel einfacher.